So, meine Freunde, da bin ich auch wieder und wir haben uns gerade eben etwas gekauft. Wie ihr seht, rechts unten habe ich die Coins schon ausgewählt und hatte gerade meinen Spaß mit dem Automaten, indem ich einfach mal ein bisschen, ja, sagen wir mal, meine Sachen da eingeführt habe. So. Okay, ihr merkt schon, ich bin leicht happy drauf. Das liegt einfach daran, dass ich endlich, so happy bin, dass wir so weitergekommen sind und es ist einfach nur awesome. Ich weiß, dass es jetzt schwer wird, an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Es wird gleich verdammt schwer, haben mir einige Leute geschrieben und es wird seine Zeit dauern, also es wird brauchen, bis ich das Ganze gemacht habe. So, you unlocked with the new building roof 2K. So, der Schlüssel wird nicht länger verwendbar sein. So, auf der anderen Seite ist das Siegel. Hier kann ich anscheinend nicht drauf, weil ich muss nämlich meine Wünschelrute nehmen, die ich habe ich die überhaupt? Ich habe die glaube gar nicht. Stimmt, Leute, ich habe die Wünschelrute nicht, weil jetzt kommt's, passt auf, ich bin gestorben. Ich bin nämlich in einen, als ich die Lichter an und ausgemacht habe, bin ich nämlich in einen Raum gekommen, wo wieder so eine komische, so ein Exorzisten-Vibe an der Decke gehangen ist und mich wieder nach oben verschlungen hat. Deshalb musste ich das mit den Uhren wieder machen, weil ich ja nicht gespeichert habe und habe anscheinend die Route vergessen. Ich habe vergessen die Route. Ich habe diese zwei Stöcklein vergessen, sagen wir mal so. So, der behinderte Hausmeister ist hier. So. Ah ja, super, es ist dunkel. So. Huch, das war wohl ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh mein Gott, der Part fängt ja schon mal super an, Dubu. Ach ne, oder? Oh mein Gott. Huch! Ich brauche eine gerade Strecke, an der ich einfach mal essen kann. Den neuen Kaffee, den ich aus. Oh, wir rennen einfach hier da rein. Keiner hat's gesehen. So, Kaffee, der macht mich nicht unbedingt ganz fit, aber den haben wir uns gerade mühsam gekauft. Für 100 Coins. Für 1000 Coins. Ja, 2 mal 500, gibt 1000. Und, ach, wir rennen jetzt einfach mal einmal rumherum. Hier machen wir bitte die Türe zu, weil. Ne, aus Nettigkeit. So. Och, super. Oh ja, hast du mich gesehen? Oh mein Gott! Ich hasse das Spiel! I hate you so much, you can't believe it. Ja, wir rennen und können gar nicht mehr eigentlich schon. Weil wir nehmen jetzt einfach mal ein Medikit. So. So, bist du hinter mir? Ja. Er ist hinter mir. Jo, ich mache das einfach ganz einfach. Ich werde ihn nicht abschütteln. Ich renne einfach straight unten durch. Unten rein. Und fuck, Alter, er ist schon schnell. Eine kleine. Ist bestimmt ein paar Olympische Spiele mitgemacht. So. Oh, okay, er hat uns not xeed. Ich wette mit euch, er kommt jetzt an der anderen Tür raus. Wenn dem so ist, dann mache ich. Super versteckt. Super versteckt, würde ich mal sagen. Okay. So, wir haben. Damit rüste ich mich auch gleich mal aus. Huch. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Und renne gleich mal straight nach oben. Ach, ich muss die. Wenn ich die in der Hand habe, dann kann ich gar nichts machen. Jo. Ich renne mit denen nach vorne. Okay, bleiben wir mal ernst. Bleiben wir wirklich mal ernst. Denn jetzt kommt die harte Sache. So, 4 Minutos. Ich werde mir nachher noch mehr Sachen kaufen, keine Sorge, denn ich habe ein bisschen gelesen, was ich machen muss.
Und ich werde nachher noch zu meiner Ruhe kommen von dem blöden Hausmeister. Und so. Also. Oh. Machen wir erstmal die Tür zu. Nehmen einen herzhaften Zug. Oh, Frischluft. Und nehmen jetzt diese blöden Routen. So, nämlich. Passt auf, Leute. Wir müssen entlang zum Siegel. Das wird aber kein Kinderspiel, sondern die Routen müssen sich... Sie dürfen sich nicht kreuzen. Die Routen müssen auseinander sein. So, das ist der falsche Weg. Sie dürfen sich nicht kreuzen. So. Weil... No. Es wird vielleicht etwas dauern, aber... Ich komme da durch. So. Uiuiuiui. So, dorthin. Weil ich weiß nicht, was passiert. Huch, das will ich auch gar nicht ausprobieren. Was passiert, wenn ich falsch laufe? Uiuiuiuiui. Nein. So, dorthin. Falsch. So. Ich weiß auch gar nicht, was ich, während ich das mache, kommentieren soll. Wieso ist das so scheiße hart? So. Anscheinend bin ich hier. So, jetzt einfach. Das wäre natürlich geil. Einfach jetzt nur durchrennen, wa? Aber nö, ist nicht so. Wir müssen da qualvoll durch. Um uns dieses bescheuerte Siegel so mühsam zu erkämpfen. Obwohl, gerade eben ist das ein bisschen. Okay, einfach nur geradeaus durch. Das ist meine Devise. So. Hoch. Dadurch wieder zurück, komischerweise. Boah, wenn du mich jetzt aber wieder ganz komplett zurücklaufen lässt, du Scheißspiel. Wow! What the fuck? Oh, was war denn das bitteschön? Ganz ehrlich, das war gerade heftig. Okay. So rum wieder. Au! Okay. Es ist vielleicht doch schwerer, als ich dachte. So. Machen wir das einfach mal ein bisschen langsam. Ich glaube, das schaffen wir nicht in diesem Part. Leute, es tut mir wirklich leid. Da müsst ihr auf den nächsten warten. Ich weiß, scheiß Moment, es ist spannend. Aber daran kann ich leider jetzt auch nichts ändern. So. Und jetzt hier entlang. Ich weiß nicht, wir befinden uns... Huch! Wir befinden uns im Wasser, aber... So, hier kann ich eigentlich ja rennen. Stimmt ja. Nein. So. Und dann dorthin. Okay.
Aha. Boah, jetzt einfach nur hinrennen, wa? Jetzt einfach nur geradeaus durchrennen. Das wäre doch geil. Ach, das ist doch hier mit dem Hausmeister, wo Elmar rausgekommen ist. Ach so, das ist hier. Nein, ich war noch fast da. Was soll denn die Scheiße? Ah, das kotzt mich gerade wirklich an. So. Oh, Mensch, ey. Okay, machen wir hier einen Cut und... Leute, ihr seht, das ist einfach nur langweilig. Die Route kennt ihr ja ungefähr, deshalb sage ich, ich mache einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder vor dem Siegel, ja. Ich werde es nicht ohne euch nehmen, versprochen. Und wir sehen uns einfach, wenn ich kurz davor bin, weil das ist ja langweilig. Das ist ja noch langweiliger, als irgendwie hin und her zu rennen durch den ganzen Räumen. Versteht ihr? Hm. Seid mir bitte nicht böse, aber ich kann das nicht ändern. Ah, mein Ellenbogen. Bis zum nächsten Part. Euer Lubu.